Hallo und willkommen zu einem neuen Dokkan Battle Video. Heute, wie ihr wisst, ist das Vegeto Banner gedroppt. So, mach mal kurz mal hier rüber. Heute, wie ihr wisst, ist das Vegeto Banner gedroppt, was mich persönlich sehr hypt und euch wahrscheinlich auch. Und dementsprechend machen wir heute direkt mal Summons, weil das ist nach einer extrem langen Weile, muss ich sagen, mal wieder ein Banner, wo auch ich Stones reinstecken möchte. Bis jetzt habe ich meine 200 noch was Reserve Stones, weil ich vergessen habe, bei Yonko zu kaufen. Aber mit denen werden wir anfangen. Wir machen 2, 3, vielleicht 4 Multis, wer weiß ich noch nicht genau. Und hoffe natürlich, dass wir ihn heute schon bekommen, weil je früher ich ihn bekomme, desto besser ist es. Er ist auch eine Karte, wo, also sage ich bei vielen Sachen, INT Gogeta wäre nice, Dupes zu bekommen, Super Saiyan 4 Gogeta wäre nice gewesen. Das Ding ist halt bei allen, ich habe sie recht spät bekommen. Und dementsprechend wäre es hier wirklich schön, wenn ich ihn recht früh bekomme, damit ich halt noch was übrig habe, um auf Dupe-Jagd zu gehen. Das wäre so ein Traum, wenn ich hätte, dass wir ihn jetzt heute schon kriegen und dann vielleicht uns eine Dupe-Jagd, es wäre einfach wundervoll, weil es wird wirklich heißen, dass ich nicht so viel ausgeben muss. Ich bezweifle jedoch stark, dass ich Vegeto bekomme unter 400 Stones. Ein solches Summon möchte ich zu dem Banner auch noch machen. Vielleicht kommt das sogar auch heute noch online. Heißt Doppel-Upload, ich weiß es noch nicht. Das Banner beinhaltet einmal Super Vegito natürlich, der neue Kategorie, die dafür Majin Buu Arc. Einmal den physischen Gotenks, was recht gut dazu passt, weil er auch in der Kategorie ist. Also super, wenn ihr beide zieht. Einmal den Tech Gotenks, alte Version, möchte eigentlich keiner mehr haben, aber ist hier drin. Keine Ahnung warum, fragt mich nicht, ich verstehe es auch nicht. Aber die Musik noch ein bisschen leiser, ich weiß nicht, wie das mit der Musik gehabt. Ich weiß nicht, ob die zu laut ist. Erstmal so eine richtig kritische Situation. Dann INT Ultimate Gohan, auch ziemlich scheiße. Ich finde, hier hätten sie eindeutig den STR Ultimate Gohan reinpacken sollen. INT Kid Buu, der ist sogar recht gut. Neo God Leader, kann man auch im Team benutzen. Eine fast farmbare Super Attack. Der alte Kid Buu, ziemlich scheiße. Buhan, ist okay, habe ich 100%, würde ich also absolut nicht haben wollen. Und der SR Gohan, den man zum Farmen quasi benutzen kann. Ihr seht, das Banner ist, naja, es hat gute Charaktere, die drei hier auf dem Bild sind die besten mit. Und der Rest, der halt nicht gezeigt wird, ist eher okay. Dementsprechend hoffen wir hoffen auf Vegeto. Machen wir uns allen nichts vor, wir hoffen auf Super Vegeto. Gotenks wäre sogar noch okay als Dupe, aber am meisten hoffe ich auf Super Vegeto, weil es auch eine Karte wäre, die ich direkt auf SR10 ballern würde. Einfach Vegeto-Spiel, bitte. Danke, danke. Wir steigen in den ersten Multi ein. Und ich weiß nicht, was ihr so bei dem Banner gehört habt, mitbekommen habt, aber ich habe gelesen auf Twitter, ich bin aufgestanden, guck mir Twitter an. Oh, Satan rechts. Das erste, was ich sehe, Kackrates. Und dachte ich mir schon so geil. Da habe ich ja Bock zu summon. So, Super Saiyajin. Davor, wovor ich am meisten persönlich Angst habe, ist es, dass ich hier wieder mal mit 3 Dead Multis rausgehe. Weil das ist nicht nur erstens ziemlich belastend, sondern zweitens auch ziemlich ununterhaltsam für euch und für ein Video. Weil ganz ehrlich, man möchte ja auch nice Pulls irgendwie sehen, habe ich das Gefühl, oder? So, wir starten mit Ginyu. King Nepan, das ist übrigens mit einer der... Doch, Moment, das ist der Rare, der am meisten Leben hat tatsächlich. Allgemein hat die richtig, richtig viel Leben. Keine Ahnung warum, ist so. Yako. Der ist gut für Super Battle Road. Sollte das nicht auch heute droppen? Ich gucke mir das mal später an. Der ist eigentlich ganz gut für Super Battle Road, weil er halt alle Gegner stunnen kann. Mal sehen, ob er was bringt. Tenshin Han persönlich. Ich habe kein gutes Gefühl beim ersten Multi. Ich glaube, wir starten mit dem Dead rein. Das ist ziemlich belastend, aber na gut, was soll man machen? Sabon. Rare, ich wollte gerade sagen, wenigstens ein S, aber nein, es ist Rare Sabon. Okay. Rare Cell. Cell Junior. Das Art finde ich eigentlich sogar gar nicht schlecht. Muss ich sagen. Skinny Buu. Gibt's da? Ja, es gibt davon SSR und zwar die STR-Variante. Die ist sogar gar nicht schlecht, glaube ich. Und zum Abschluss der Ultimate Gohan SR. Ich glaube jedenfalls, dass der Abschluss ist. Hybrid Saiyan Kategorie. Ey, ich habe endlich meinen Hybrid Saiyan Leader. Yay. Nein, wir haben noch Trunks. Der dieselbe Pose hat wie der STR Bootanks, glaube ich, war es. Wir haben sogar noch einen und zwar eine Rare C18. Nee, eine SRC 18. Wundervoll. Ist der Dead Multi vorbei? Ja, ist er. Okay, cool. 1, 2, 3, 4 Rares, 5 SRs. Das tut ein bisschen weh, Spiel. Aber ich gebe nicht auf. Der erste Multi Dead. Das sind wir gewohnt.
Ich spiele Dokkan schon seit mehr als 2 Wochen, also ich bin gewohnt, mit Dead Multis zu starten. Wir gehen in den nächsten rein und hoffen einfach, dass da was Geschicktes dabei ist. Komm schon. Versüße mir den Montag. Nichts, okay. Verdammt, Super Saiyajin. Einfacher. Zweifacher. Falls ihr euch übrigens fragt, warum hier keine Facecam an ist, ich nehme das direkt nach dem Aufstehen auf. Und bin dementsprechend zu faul, die jetzt hier alles einzurichten. Wir starten mit einem SR Super Saiyan Trunks. Das ist wundervoll. Irgendwie ganz... Sie hat die Vegeto-Pose nur andersrum. Irgendwie ein Funken Hoffnung habe ich schon verspürt, muss ich sagen. Wirklich, ein Funken Hoffnung. Er war vorhanden. Aber nein, SR GT Pan. Frost? Frost. Ja, Frost. Frost hat auch keine SSR-Karte. Ich frage mich, warum. Im Tournament of Power hatte er doch gerade... Okay, gerade. Schon wieder ein bisschen her. Aber zu der Zeit, wo er diese Muskelform hatte, hätte man ihm doch bestimmt irgendwie eine Karte geben können. Ich meine ja nur. Nee, nicht Kaba. Ich wollte gerade Kaba sagen. Ich verwechsel die ziemlich oft. Das habe ich schon mal im Summon gemacht. Ich habe ihn Kaba genannt. Nee, das ist Vegetas Bruder, Tabo. Warum der eine Karte hat, ich weiß es auch nicht. Seine Free-to-Play-Karte ist besser als das hier. Naja. Was soll man sagen? Dodoria. Wundervoll. Rare. Auch Dodoria hat keine SSR-Karte bekommen. Genau wie Sabon. Gibt's bestimmt irgendwann mal Farm bei einem Event. Wieder der Skinny Boo. Dankeschön. Ich möchte nicht noch einen Dead Multi haben, damit wir uns klar. Also damit das hier direkt klar ist. Sieht aber so aus, als wär's so. Trash Suit Gohan. Wundervoll. Nappa. Physisch Nappa. Okay. OMG. Ich wollte eigentlich OM okay sagen. Sieht nach einem noch ein Dead. Also, das ist ja wirklich wundervoll. Und du warst der letzte. Nein, wir kriegen noch den Nacktmull. Okay, 2 Dead Multis. Momentan. Das ist einfach das Gegenteil von. Also. Wieso? Ich meine, was habe ich denn getan? 1, 2, 3 Rares diesmal nur drin. Immerhin. Unsere SRs nehmen zu, unsere Rares nehmen ab. Wir gehen wahrscheinlich in den letzten Multi, außer ich bin zu mad und mache noch einen. Oh Gott. 1, 2, 3, 4. 4 Schiffe. Toll. 5 Schiffe wären toll. 3 Schiffe ist meistens auch gut, aber 4 Schiffe ist genau diese Kackmitte, glaube ich. Super Saiyajin. Einfacher. Saiyajin 2. Ja, wieder keine Garantie. Und wisst ihr was? Ich glaube, das ist ein Dead Multi. Wir starten mit GT Vegeta. Ziemlich useless Karte. Oh Gott, ja. Bata, du bist Bata. Ich muss kurz überlegen. Es gibt. Das Ding ist, die Genius Squad hat hier viele Rare-Karten und SR-Karten und alle haben behinderte Posen. Ich wette, es gibt mindestens noch eine andere Karte, die so ähnlich aussieht. So, Bata, Nappa, Rare. Der sieht mega komisch aus. Sein Bati sieht hier so mega chinesisch aus. Aber mir gefallen diese Blitze. Nail, natürlich. Nail darf in einem klassischen Summon-Video natürlich nicht fehlen. Wow. Es wird tatsächlich was. Was ein Bullshit. Chichi. SR. Nach Chichis habe ich tatsächlich schon oft gute Karten aber gesammelt. Dementsprechend haben wir gerade den besten Rare aus dem Spiel gekommen. Es ist Motherfucking Yakon. Danke dafür. Super. C16. Oh mein Gott, wie viele Rares kriegen wir? Oh mein Gott. Ich versuche das gut zu reden, wie ihr merkt, aber es ist nicht einfach. Ah, der SR GT Goku. Auch so ein kleiner Faggot, der gefühlt nichts bringt. Außer vielleicht in einem Shadow Arc Team. Ich bin mir nicht mal sicher, ob er da was bringt. Oh Gott, Piccolo ist Untertane, oder? Tambourin? Drum. Ah, okay. Sehr kreativ. Ich glaube, wir haben noch eine Karte. Kann das sein? Noch ein SR Hybrid Saiyan Leader Gohan. Wow. Okay, war's das? Tatsächlich! Wir haben es geschafft, 3 Dead Multis mal wieder in einem Video zu haben. Das ist ja wundervoll. Gottverdammte Scheiße. Alter. Das ist doch nicht mehr legal. Wir können alles, was wir gezogen haben, heute barbern. Ich meine, no joke, gönnt euch das jetzt, pass auf. Ja, lasst die Zeit, ist voll okay. Mein Gott,
zack, zack. Nein, den Gohan behalte ich, weil ich vielleicht irgendwann einen fahren muss, aber Nähe raus, zack, 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 zack. Zack, zack, zack. Hier, 2300 Punkte, weg. Boom, vor allem, wir haben gerade so viele Rares gehabt, dass wir ja dafür so nur 2300 bekommen haben. So, du. Zack, den Jakob behalten wir, den habe ich vorhin ja schon erwähnt. C18, weg, weg, weg. Weg. Tenshinhan, nee, kann man für Elder Tenshinhan gebrauchen, zack, weg. Hier, nochmal 3650 Punkte. Nice, zweiter Multi weg quasi. So, gehen wir in den letzten hier. Du. Ne, ich wollte dich behalten. Zack, 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 weg. Nochmal 200 Punkte. Es waren einfach so viele Rares dabei, dass wir auch kaum Punkte bekommen haben. So, was übrig bleibt, sind zwei Gohans, die ich fürs Farmen benutze. Eine Pan, die ich in die physische stecken werde. Den Goku, den ich wahrscheinlich auf SR10 bringen möchte, einfach weil ich den Super Saiyan 3 gerne awaken würde. Yako, der zum Stunnen vielleicht gut ist. Und Tenshinhan, den ich in LR später stecken werde. Wir können noch Kula verkaufen und Bata hier an der Stelle. Wow, 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 wir haben nicht nur unfassbaren Bullshit gezogen, wir haben auch unfassbaren Rare Bullshit gezogen und haben es geschafft, mal wieder drei Dead Multis zu haben. Und jetzt erzähl mir doch bitte mal wieder einer, dass ich auch gute Summons habe. Weil für mich ist es kein guter Summon, meinen 4.000.000. SRAGL Ultimate Gohan zu haben. SSR, Verzeihung. Gottverdammte Scheiße, erst JP, jetzt Global. Ah! Ich verstehe es einfach nicht. Wann war mein letzter guter SSR? Ich erinnere mich nicht und ich habe keinen Alzheimer. Gott verdammt. Ich würde sagen, dann versuchen wir uns einen anderen Tag nochmal an diesem Banner. Weil heute lief es ja nicht so gut. Falls es euch aus irgendeinem Grund trotzdem gefallen hat, manche sind ja so Masochisten, die sich das gerne angucken und mich leiden sehen, dann würde es mich natürlich auch freuen, wenn ihr ein Like und oder ein Abo da lassen würdet. Und wir sehen uns entweder morgen oder später vielleicht noch bei einem neuen Dokkan Battle Video wieder. Bis dahin, haut rein. Vielen Dank fürs Zusehen. Gott verdammt. Tschernobyl und ciao.